Ja, dann bedanke ich mich erstmal auch ganz herzlich für die Einladung und will gleich anfangen mit meinem Vortrag. Tatsächlich hat Lessing sich mit der Komödie befasst in der hamburgischen Dramaturgie und an verschiedenen Stellen, das geht eigentlich fast das ganze, die ganze Dramaturgie durch. Und wie Herr Berghahn schon sagte, hat er sich da oft auf Aristoteles bezogen, aber eben auch auf Diderot. Diderot in Frankreich hatte zur selben Zeit, ein paar Jahre vorher, zwei Theaterstücke veröffentlicht, der Hausvater und der natürliche Sohn auf Deutsch. Und das waren zwei Stücke, die damals in der Art geschrieben war, wie man sich das bürgerliche Theater vorstellte, nämlich als Mischung komischer und tragischer Momente. Und Diderot, und das, weil das eben bis in die Zeit von Lessing und Diderot waren die beiden Gattungen getrennt. Es gab die sogenannte Ständeklausel, das heißt, auf der Bühne durften Komödien aufgeführt werden, in denen bürgerliche Figuren oder einfache Menschen aus dem Volk aufgetreten sind, und es gab die Tragödie, die den Göttern und den Herrschenden oder dem Adel vorbehalten waren. Dass man beides gemischt hat, war nicht erlaubt und dann auch nicht üblich. Und Diderot und Lessing haben sich praktisch zur gleichen Zeit, der eine in Frankreich, der andere in Deutschland, damit befasst, wie man das ändern könnte und wie man sozusagen eine Mischform herstellen könnte. Der Literaturwissenschaftler Lukács hat später gesagt, ein Theater, das zwischen Tragödie und Komödie steht. Und Lessing hatte die beiden Stücke von Diderot übersetzt ins Deutsche und unter dem Titel Das Theater des Herrn Diderot herausgegeben. Das war 1763, sowas, 1760 war es. Und interessant an den Stücken sind weniger die Stücke selber, die Diderot schon lustige Tragödien oder lustiges Drama nannte. Es sind die Stücke, sondern dass er in die Stücke dramentheoretische Überlegungen eingearbeitet hat. Er hat ein bisschen Brecht vorweggenommen. Also er hat gewissermaßen auf dem Theater über das Theater reflektiert, was also ganz ungewöhnlich war und womit er den programmatischen Ansatz, den solche Stücke hatten, in denen eben komische und tragische Elemente gemischt sind, auf die Bühne gebracht hat und ästhetisch umgesetzt hat vor allem. Diese Bücher hat Lessing übersetzt, herausgegeben, und dann hat er seine Minna von Barnhelm geschrieben, die praktisch das erste Stück war, das in dieser Art einer Tragikomödie verfasst war. Also heute würde man solche Stücke Tragikomödie nennen. Und das Interessante ist, Minna von Barnhelm war gewissermaßen ein Riesenerfolg, im Gegensatz zu den Diderot-Stücken. Und tatsächlich ist es Lessing gelungen, in diesem Stück tragische und komische Momente so eng miteinander zu verbinden, dass es auch heute noch sehr schwer ist, genau zu sagen, wo hier eigentlich Tragik ist und wo die Komik liegt. Und obwohl er das praktisch, ihm das gelungen war, hatte er keine Ahnung, was da theoretisch passiert. Denn es gab einerseits schon zu Lessings Zeiten ein sogenanntes Masternarrativ, so nennt das die ungarische Philosophin Agnes Heller, der Tragödie, seit Aristoteles, seit der Poetik. Aber es gab nichts Vergleichbares für die Komödie. Das Masternarrativ für die Tragödie ist relativ einfach. Tragisch ist alles, Tragik ist, wenn jemandem schuldlos Leid widerfährt. Schuldlos deshalb, weil wenn, sagen wir mal, ein Bösewicht etwas zu ertragen hat, dann empfindet man das als Strafe und nicht als Leid im eigentlichen Sinn. Also schuldloses Leid ist Tragik. Hegel hat das dann später noch ein bisschen differenzierter betrachtet und hat vor allem auf die Dialektik von Schuld und Schuldlosigkeit fokussiert.
Aber im Prinzip hat sich nichts daran geändert. Dieses Narrativ gilt bis heute und jede Tragödie lässt sich daraufhin praktisch untersuchen. Und es gibt im Prinzip keine Tragödie, bei der Figuren nicht schuldlos Leid widerfährt oder eben dann nach Hegel zumindest teilweise schuldlos Leid widerfährt. Die Frage ist, warum gibt es sowas nicht für die Komödie? Zum einen, weil man nicht einfach dieses Narrativ für die Tragödie negieren kann und dann hat man sozusagen ein Narrativ für die Komödie. Man kann nicht sagen, wem kein Leid widerfährt oder wem Glück widerfährt, das ist eine Komödie. Oder der handelt komisch. Denn Glück ist nochmal was anderes als Komik. Und auch eine Tragödie kann zum Beispiel glücklich enden und wird deshalb nicht zu einer Komödie. Und es stimmt auch, ist auch nicht so, dass jede Komödie mit einem glücklichen Ende enden muss. Das ist also sozusagen kein Strukturmerkmal, das glückliche Ende, das Happy End. Ein Strukturmerkmal ist es erst, wenn es nur auf die Komödie zutrifft. So wie das Tragödiennarrativ nur auf die Tragödie zutrifft und definitiv nicht auf die Komödie. Aber man kann nicht ableiten, dass es irgendetwas aus dem Tragödiennarrativ sich auf die Komödie übertragen lässt, indem man es ins Gegenteil verkehrt oder ähnliches. Also hat sich eine sehr lange Kasuistik eigentlich entwickelt. Man hat Komödien angeschaut und komische Handlungen und hat geguckt, was ist da immer das Gleiche oder was wiederholt sich. Man kam zum Beispiel darauf, dass es das Scheitern ist. Das ist ganz einfach, da liegt daran, dass sehr viele Komödien oder komische Figuren scheitern. Beispiel das Ausrutschen, das Hinfallen und solche Dinge. Kann man, wenn jemand eine Torte ins Gesicht fliegt, das kann man alles als Scheitern betrachten. Nur das kann eben auch tragisch sein. Also ist das Scheitern an sich eben auch kein Strukturmerkmal. Kurz und gut, es gibt bislang kein Strukturmerkmal komischen Handelns. Lessing hat sich jetzt nicht hingesetzt und hat gesagt, wir suchen nach einem Strukturmerkmal, sondern er hat sich überlegt, wie eigentlich eine komische Figur aussehen muss, damit sie als Aristoteles gerecht wird und damit sie Diderot gerecht wird, wobei ich gleich sagen werde, was das Besondere bei Diderot war. Zunächst mal sagt Aristoteles in seiner Poetik, dass jede Figur, egal ob komisch oder tragisch, allgemein menschlich zu sein hat. Allgemein menschlich, das griechische Wort ist katholou, allgemein. Und Lessing selbst definiert auch, was er meint, was seines Erachtens Aristoteles meint mit katholou. Und das sagt er in der Hamburgischen Dramaturgie, 89. Stück, die einen wie die anderen, also sowohl die tragischen Figuren als auch die komischen, sollen sprechen und handeln, nicht wie es ihnen einzig und allein zukommen könnte, sondern so, wie ein jeder von ihrer Beschaffenheit in den nämlichen Umständen sprechen oder handeln würde und müsste. Mit anderen Worten, Lessing sieht in dem Katholou des Aristoteles die Forderung nach einer Figur aus Fleisch und Blut. Eine Figur, die allgemein menschlich handelt, das heißt nicht Papieren ist, nicht überzieht in irgendeiner Form, nicht unnatürlich ist, denn auch wenn eine Figur eine unnatürliche Figur ist von ihrem Charakter her, von ihrer Zeichnung her, kann sie das mehr oder weniger überzeugend sein. Das ist nach Lessings Ansicht, so ist das Katholou zu verstehen. Und jetzt, nachdem er diesen Diderot übersetzt hat und im 95. Stück, also 8 Jahre später, fällt ihm ein, dass der Diderot gesagt hat, die Komödie bringt Arten hervor und die Tragödie Individuen. Und das ist eine ganz eigenartige Beobachtung,
die richtig ist und die man immer wieder beobachten kann, der Lessing auch sofort zugestimmt hat. Er hat also das ganz lustig gemacht. Er hat gesagt, er mag ja völlig recht haben, aber er begründet es nicht. Er tut so, als hätte jeder, der diesen Gedanken liest, schon die Antwort und die Begründung vor sich. Er selber findet aber keine. Er überlegt sich auch nicht groß eine, sondern er fängt an, er sagt, ja, das stimmt. Dass es stimmt, merken wir daran, dass sehr viele komische Figuren da sozusagen sprechende Namen tragen. Die heißen der Geizige, heute vielleicht der Stadtneurotiker. Oder sie heißen der Clown oder der Kasper. Das sind immer Figuren, das sind immer Typen. Während also die tragische Figur, die heißt Othello oder Richard der Dritte, das sind Figuren, die einen Namen haben, wodurch, und der Name weist aber überhaupt auf kein Charaktermerkmal hin, sondern nur darauf, dass es bestimmte Figuren sind, einzelne Figuren, die diesen Namen tragen. Da ist nichts typisiert. Und er sieht es also an verschiedenen Stellen. Er versteht aber genauso wenig, wie Diderot, wie es dazu kommt. Und jetzt stellt er die eigentlich wirklich geniale Frage, Lessing. Er fragt sich, wie kann eine Figur allgemein menschlich sein, im Sinne von Aristoteles, wenn sie als tragische Figur ein Individuum ist, stark individualisiert ist und als komische Figur stark typisiert ist. Dann sind das ja im Prinzip zwei verschiedene Extreme eines möglichen Handelns. Und wo bleibt die allgemein menschliche Figur? Lessing hat offenbar einen ganz eigenartigen und nachvollziehbaren Vorstellung von menschlichem Handeln. Er vereinheitlicht es. Also man kann sich das vorstellen wie eine Linie. Das eine Extrem ist Tragik, das andere ist Komik. Und der Mensch bewegt sich sozusagen dazwischen. Und je mehr er zum einen Extrem geht, desto mehr entfernt er sich von dem Mittel, von der idealen Mitte, wo er sozusagen allgemein menschlich wäre. Nach Aristoteles. Und er fragt sich, wie das möglich ist. Denn immer wenn ich ihm sozusagen was Tragisches wegnehme und Richtung Komik gehe, verliert er an dieser Mitte. Und das scheint, ist ihm ein unlösbares Problem. Und er beendet damit diese Frage, dass er sagt, also ich kann dies nicht lösen. Ich fordere den Leser auf, selbst nachzudenken. Ich will hier nichts weiter als Fermenta Cognitionis streuen, also Gärstoffe der Erkenntnis. Ich lese Ihnen mal die letzten beiden Abschnitte vor, wobei Sie vielleicht gar nicht so recht darauf hören sollen, was er genau meint, weil ich glaube, das wusste er selber nicht. Aber Sie merken an der Art und Weise, wie er das Problem beschreibt, wie ihn das quält. Also, das ist jetzt also der Schluss des 95. Stücks der Hamburgischen Dramaturgie, mit der er den Versuch, eine Theorie der Komödie zu entwickeln, aufgibt. Aber wenn denn nun Aristoteles diese Allgemeinheit eben sowohl von den komischen als tragischen Charakteren erfordert, wie ist es möglich, dass der nämliche Charakter zugleich auch jene Allgemeinheit haben kann? Wie ist es möglich, dass er zugleich überladen im Sinn von extrem tragisch oder extrem komisch und gewöhnlich sein kann. Und gesetzt auch, er wäre so überladen, noch lange nicht. Gesetzt, er ließe sich noch gar wohl in einem Individuum gedenken. Und man habe Beispiele, dass er sich wirklich in mehreren Menschen ebenso stark, ebenso ununterbrochen geäußert habe, würde er dem ungeachtet nicht auch noch viel ungewöhnlicher sein, als jene Allgemeinheit des Aristoteles zu sein erlaubet. Das ist die Schwierigkeit. Ich erinnere hier meine Leser, dass diese Blätter nichts weniger als ein dramatisches System enthalten sollen. Ich bin also nicht verpflichtet,
alle die Schwierigkeiten aufzulösen, die ich mache. Meine Gedanken mögen sich immer noch weniger verbinden, ja wohl gar sich zu widersprechen scheinen, wenn es denn nur Gedanken sind, bei welchen sie Stoff finden, selbst zu denken. Hier will ich nichts als Fermenta Cognitionis ausstreuen. Das ist also gewissermaßen der Schluss. Und die Frage ist, wie lässt sich dieses Problem, dieses Dilemma lösen? Es gab verschiedene Versuche, zum Beispiel einen wirklich berühmten, Georg Lukács, der Literaturwissenschaftler, der Ungarische, hat sich ausführlich damit befasst und er hat die Vermutung geäußert, oder er war sich eigentlich sicher, dass Lessing und allen Dichtern der Aufklärung die Methode der Dialektik gefehlt hat. Das heißt, er hat darin das Problem gesehen der Verallgemeinerung des Einzelnen und die Bedeutung des Besonderen als vermittelndem Prozess. Das heißt, wenn man ein ästhetisches Problem, kann man gewissermaßen immer so darstellen, dass man sagt, was am Einzelnen wird verallgemeinert und was wird am Allgemeinen als besonders dargestellt. Und dadurch ist gewissermaßen die Grundfrage von ästhetischen Fragen. Es gab andere, die gesagt haben, Lessing hat einen Übersetzungsfehler gemacht. Er hat es einfach falsch übersetzt, denn es gab auch einen englischen Literaturwissenschaftler, Richard Hurt, den er ausführlich zitiert und den auch Diderot schon zitiert hat. Der spricht nicht von Typen der Komödie und den Individuen der Tragödie, sondern von den Particular Characters der Tragödie und den General Characters der Komödie. Also Folgendes, er hat selbst, herausgefunden zu haben, das Problem schon gelöst, Lessing. Und zwar ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr zuvor im 51. Stück. Im 51. Stück hat er sich mit einer Frage befasst, die eigentlich nichts mit dem, was ich bisher erzählt habe, zu tun hatte. Er hat sich nämlich die Frage gestellt, wann kann man von einem Plagiat sprechen? Wann ist ein Stück ein Plagiat? Und er kam zu dem Ergebnis, da muss man unterscheiden, ob es sich um eine Komödie handelt oder um eine Tragödie. Wenn es eine Tragödie ist, muss man auf die Ähnlichkeit der Handlung schauen. Und wenn es eine Komödie ist, muss man auf die Ähnlichkeit der Charaktere schauen. Er hat das auch begründet. Und zwar, ich lese das mal vor. Und da in der Komödie die Charaktere das Hauptwerk, die Situation aber nur die Mittel sind, jene sich äußern zu lassen und ins Spiel zu setzen, so muss man nicht die Situation, sondern die Charaktere in Betrachtung ziehen, wenn man bestimmen will, ob ein Stück Original oder Kopie genannt zu werden verdiene. Umgekehrt ist es in der Tragödie, wo die Charaktere weniger wesentlich sind und Schrecken und Mitleid vornehmlich aus den Situationen entspringt. Ähnliche Situationen geben also ähnliche Tragödien, aber nicht ähnliche Komödien. Hingegen geben ähnliche Charaktere ähnliche Komödien, anstatt dass sie in den Tragödien fast gar nicht in Erwägung kommen. Dieser Gedanke, soweit er sich auf die Tragödie bezieht, stammt von Aristoteles. Der hat nämlich in seiner Poetik geschrieben, zum Verhältnis von Tragödie und Handlung, denn die Tragödie ist nicht Nachahmung von Menschen, sondern von Handlung und von Lebensverhältnissen. Ferner könnte ohne Handlung keine Tragödie zustande kommen, wohl aber ohne Charaktere. Das Fundament und gewissermaßen die Seele der Tragödie ist also der Mythos, die Handlung. An zweiter Stelle stehen die Charaktere. Die Tragödie ist Nachahmung von Handlung und hauptsächlich durch diese auch Nachahmung von Handelnden. Also das hat er fast wörtlich übernommen von Aristoteles. Jetzt macht er aber was ganz, ganz eigentlich Einfaches und Naheliegendes. Er zieht aus dieser Überlegung des Aristoteles den Umkehrschluss für die Komödie.
und sagt, wenn es bei der Tragödie die Handlung ist, auf die es ankommt, dann ist es bei der Komödie die Figur, der Charakter, auf die es ankommt. Interessanterweise sprechen die ja, der Aristoteles spricht von Tragödien ohne Handlung und Lessing spricht von Komödien, von Tragödien ohne Figur und Lessing spricht von Komödien ohne Handlung. Und da fragt man sich natürlich, was meinen die? Die können ja nicht gemeint haben, dass in einer Komödie nichts passiert oder dass in einer Tragödie in einer Komödie nichts passiert oder dass in einer Tragödie keine Figuren auftreten. Das war ja auch zu Aristoteles Zeiten nicht so. Es sind ja durchaus Figuren in Ödipus oder in Antigone, da treten Figuren auf. Es kann also nur gemeint sein, dass das besondere Merkmal der tragischen Figur und der komischen aus unterschiedlichen Quellen hervorgeht. Das Tragische der Tragödie geht aus der Handlung hervor. Und das Komische der Komödie, so Lessing, geht aus den Figuren selbst hervor. Und damit hat er einen strukturellen Unterschied beschrieben. Denn die beiden Möglichkeiten schließen sich aus. Im Modellfall, im Ernstfall. Der tragische Charakterzug kann nicht aus der Handlung hervorgehen und zugleich aus dem Charakter. Also entweder oder. Und genauso hat das Lessing auch verstanden. Das bedeutet aber für die komische Figur, wenn ihr Merkmal nicht aus der Handlung hervorgeht, dass es im Prinzip nur auf Eigensinn beruhen kann. Dass keine bestimmte Handlung braucht, die eine Komödie komisch macht, sondern der Charakter selbst darüber entscheidet, handelt er gewissermaßen aus Eigensinn. Denn es gibt keine Handlung, die dieses Merkmal hervorbringt, das ihn komisch macht. Man könnte es auch anders sagen. Dadurch, dass es auf Eigensinn beruht, muss dieses Merkmal behauptet sein. Und zwar behauptet gegenüber der Handlung und der Situation. Das heißt, der komische Charakterzug behauptet sich gegenüber der Situation und der Handlung, die es hervorbringen könnten. Jetzt werden Sie sich fragen, was das so abstrakt bedeutet. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Odysseus, obwohl er jetzt nicht tragisch endet, er kommt ja heil wieder bei seiner Frau an. Alle Taten, seine List, gilt ja als der erste sozusagen politische Mensch, der sehr listig ist. Alle seine Listen sind nichts anderes als Ausdruck seiner Art, Probleme zu lösen. Ob es die Sirenen sind oder die Zyklopen, es sind immer äußere Probleme, die er bewältigen muss. Und jedes Mal ist seine List, die ihm da weiterhilft. Hier haben wir es typisch mit einem typisch tragischen, strukturell tragischen. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt weinen mit Odysseus, weil da gibt's nicht viel zu weinen. Er ist ja immer erfolgreich damit, wie auch viele andere Helden. Aber der Struktur nach ist er tragisch, weil seine Fähigkeit, sein besonderes Merkmal aus den Umständen hervorgeht. Wenn wir jetzt einen komischen Odysseus uns vorstellen, dann müsste der gewissermaßen aus Prinzip listig sein. Der müsste auch dann listig sein, wenn überhaupt niemand damit rechnet oder versteht, warum er listig ist. Er müsste zum Beispiel wegen Kleinigkeiten listig sein. Er müsste sich sozusagen mit seiner List ständig bestätigen, dass er es ist und nicht die Umstände, die seine List hervorbringen. Das ist also, wenn man so will, ein Strukturmerkmal. Und wenn das so ist, dann behauptet er seine List. So wie der Geizige sein Geiz behauptet. Das merkt man daran, dass Molière seinen Geizigen auch geizig sein lässt, wenn überhaupt niemand sein Geld will. Die meisten Figuren im Stück von Molière und auch sein eigener Geiz sind völlig ohne dass man einen Grund dafür sieht.
in der Handlung. Es gibt keinen Grund. Sogar seine Dienstleute machen sich über ihn lustig, weil er sogar sich selbst gegenüber geizig ist und ganz uns beim Futter mit den Tieren spart und sozusagen jede Gelegenheit nutzt, um seinen Geiz zu behaupten. Und das wäre dann sozusagen der komisch Geizige. Der Geizige, der sich gegen die Gier wendet, oder bei, sagen wir, bei Shakespeare, widerspenstigen Zähmung, die Käthchen, die sich gegen die Wollust des Petruccio wendet, die wären strukturell tragisch, denn die würden ja aufgrund äußerer Umstände sich dagegen wehren. Also hier haben wir wirklich sozusagen einen strukturellen Unterschied. Und deshalb sage ich, ist das komische Charaktermerkmal immer ein behauptetes Charaktermerkmal. Ich werde noch darauf zurückzukommen, was das genau bedeutet, denn das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Bevor ich da aber darauf zu sprechen komme, kommt eine zweite Sache dazu, die also extrem wichtig ist für das Komische. Das nenne ich das Charisma der Indolenz. Eine Handlung ist nur dann und nur so lange komisch, wie sie keinen schweren Schaden anrichtet und auch kein schwerer Schaden wirklich droht. Das ist ein objektives Merkmal. Das heißt, wir können das, jeder kann das bestimmen, es gilt zu allen Zeiten. Also, es gibt eine Komödie von Aristophanes, die heißt Die Wolken. Und in den Wolken tritt Sokrates auf, der damals noch lebte, als das Stück uraufgeführt wurde. Und dieser Aristophanes macht sich also über den Sokrates lustig und stellt ihn gewissermaßen als Scharlatan und Sprücheklopfer dar. Und die Komödie ist wirklich sehr lustig. Also er macht es auch auf sehr derbe Art. Und das geht das ganze Stück über. Und am Schluss passiert was. Am Schluss geht dieser Sokrates auf so erbärmliche Weise unter, Haus und Hof verbrennen ihm, er wird schier wahnsinnig und man versteht nicht, wenn man das Stück heute liest, wie man so einen Schluss an eine Komödie setzen kann. Denn plötzlich ist das nur noch grotesk und zwar auf eine grauenvolle Art. Und wenn man nachliest in der Literatur, in der Sekundärliteratur, dann heißt es immer, das war das einzige Stück, in dem Aristophanes einen ernsten Schluss angehängt hat. Die einzige Komödie, der einen ernsten Schluss angehängt hat. Es ist eben ein tragischer Schluss. Es ist ein tragischer Schluss, weil Sokrates so erbärmlich zugrunde geht. Damit wird das Charisma der Indolenz verletzt. Und das ist nach wie vor gültig. Jetzt können Sie zum Beispiel sagen, ja, Zeichentrickfilme, da gehen ja auch die Katzen und Mäuse reihenweise zugrunde und wir empfinden das nicht verletzt. Aber das hat nur was damit zu tun, dass wir wissen, dass Zeichentrickfilme eben Zeichentrickfiguren sind und keine realen Figuren. Wenn sie einem kleinen Kind zum ersten Mal sowas zeigen, dann wird es sich genauso entsetzen, wie es sich als Erwachsener über das Ende von Aristophanes entsetzt. Also es bleibt dabei, das ist ein objektives Merkmal des komischen Handelns überhaupt. Es darf keinen großen Schaden anrichten und nicht einmal drohen. Jetzt kann natürlich sein, dass man der Schaden erst verspätet eintritt. Dann ist es so. Dann hat man es halt nicht gewusst. Aber sobald man es weiß, ist es mit der Komik vorbei. Was haben wir jetzt gemacht? Ich habe jetzt hier sozusagen Tragik und Komik als Prozess dargestellt, als Funktion prinzipiell unterschiedlicher Handlungsweisen. Die eine Figur handelt, weil es die Umstände erfordern, das ist die tragische, und die komische handelt aus Eigensinn. Es gilt also folgender Grundsatz: Wer komisch handelt, behauptet damit stets seine Souveränität gegenüber der Handlung und ihren Umständen. Und jetzt nochmal zurück zu Lessing.
Wir haben es also nicht mit einer vereinheitlichten Handlungsweise zu tun. Hier Komik und hier Tragik und dazwischen die allgemeine Menschlichkeit sozusagen als ausgeglichenes Ideal, sondern wir haben es mit einer Handlung zu tun, die ist komisch und die reicht vom extrem komischen, wo also praktisch nur alles auf Eigensinn beruht, dieses besondere Charaktermerkmal, der Geiz zum Beispiel, aus reinem Eigensinn beruht, dann haben wir es mit einer Karikatur zu tun. Das heißt, es ist hier wirklich alles behauptet. Und auf der anderen Seite dieser Handlung steht einfach die belanglose Komik, wenn man so will. Und bei der Tragik ist es entsprechend so. Bei der Tragik geht die Handlung und der Charakterzug vor allem aus den Umständen hervor. Deshalb hat Lessing das nicht zusammengebracht. Er dachte, dass man hätte einen kontinuierlichen Übergang, den kann man schon haben, aber dann kommt man nicht zur Lösung seines Problems. Das heißt, es gibt kein vereinheitlichtes Handeln, wenn man Tragik und Komik nach ihren Strukturmerkmalen untersucht, sondern wenn man sie auf ihre Struktur hin untersucht, gibt es zwei Arten zu handeln. Das ist im Prinzip auch das, was er gemacht hat, indem er einfach aus dem tragischen Masternarrativ des Aristoteles den Umkehrschluss gezogen hat. Er hat gewissermaßen er hat es zweigeteilt. Er hat eine dichotome Sicht auf das menschliche Handeln angelegt. Nur hat er sie nicht, aus welchen Gründen auch immer, konsequent bis zu Ende geführt. Diese Vorstellung muss ihm irgendwie fremd gewesen sein. Das hat vielleicht mit der Aufklärung zu tun. Ich weiß es nicht, dass ihm das einfach nicht vorstellbar war. Es gibt keine nämlichen Umstände, wie das Katalog des Aristoteles. Natürlich gibt es nämliche Umstände für alle komischen Figuren. Das heißt, jede komische Figur kann sich mit einer anderen komischen Figur in den nämlichen Umständen, also in den gleichen Umständen befinden, aber nicht mit einer tragischen, weil die Umstände sind ja gerade das, was sie unterscheiden. Die Bedeutung der Unterschiede macht ja gerade den Unterschied. Also die macht das eine ja tragisch und das andere komisch. Das heißt, an dieser Stelle endet gewissermaßen, stößt Lessing an eine Grenze seines Verständnisses des Katalou, und Aristoteles hat es nicht ausgeführt, wie er das meint in Bezug auf komische Figuren. Herr Professor Berghahn sagte vorher, und Sie kennen den Umberto Eco und der Name der Rose, da taucht plötzlich dieses Buch auf, dieser verschollene zweite Band der Poetik. Ich bin mir nicht so sicher, ob Aristoteles das wusste. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob es diesen zweiten Band überhaupt gab. Also es steht in der Poetik, über das Komische kommen wir an anderer Stelle zu sprechen. Aber mehr steht da nicht. Es steht da nicht, ich habe einen zweiten Band geschrieben oder ich werde einen zweiten Band schreiben. Es steht nur dieser eine Satz. Und ich bin jetzt kein Altphilologe und auch kein Aristoteles-Spezialist, aber ich habe gesucht und gesucht. Auch Herr Flassart, der die Aristoteles-Ausgabe rausgibt, sagt, es taucht in arabischen Schriften, dieser zweite Band wird erwähnt, aber mehr nicht. Alles andere ist gewissermaßen Legende oder Hypothese. Also vielleicht haben die arabischen Schriftgelehrten diesen Satz ja einfach auch so übernommen und gedacht, naja, wenn er schreibt im zweiten Band, schreibe ich im zweiten Band, dann wird es den schon geben. Ich bezweifle das, dass es den gibt. Und Josef Vogel, der Literaturwissenschaftler, bezweifelt es übrigens auch. Also er sagt, denn er glaubt, Komik sei eben ein dezidiert nicht theoretischer Gegenstand. Das heißt, man kann natürlich der Ansicht sein, dass es menschliche Handeln so vielfältig ist, dann wären wir wieder bei dem alten Lessingschen Handlungsbegriff. So vielfältig und von
Tragik zu Komik reicht, dass es gewissermaßen unendlich viele Abstufungen gibt. Dann hat man aber keine Struktur. Und dann hat man nie eine Struktur, weil dann gibt es immer sozusagen einen Übergang vom einen zum anderen. Sobald man aber eine Struktur sucht oder annimmt, dann hat man auch zwei unterschiedliche Formen zu handeln. Und das war jetzt das, was ich sozusagen zeigen wollte. Jetzt wollten wir gucken, wie spät es ist. Und okay, wir haben es sowas wie 18 nach 20 Uhr. Also noch 20 Minuten sowas. Gut. Also das sind, man nennt es einen blinden Fleck. Also man konstruiert immer einen blinden Fleck. Also wenn man sowas macht. Das heißt, im einen Fall ist der blinde Fleck der, dass man sagt, es gibt unendlich viele Abstufungen menschlichen Handelns, dass man nicht sagen kann, es gibt einen Punkt, wo das umschlägt. Und dann ist der blinde Fleck eben die Struktur. Dann hat man eben keine Struktur. Dann hat man eine Metamorphose oder eine Verwandlung und alles Mögliche, aber keine eindeutige Struktur. Oder man hat eine Struktur, dann gibt man die unendlichen Zwischentöne gewissermaßen auf, wobei ich sagen würde, indem wir hier sozusagen eine Struktur annehmen und sie darin sehen, wie ich es jetzt dargelegt habe, werden wir trotzdem der unendlichen Vielfalt menschlichen Handelns dadurch gerecht, dass wir sagen, jedes Handeln, egal welches, ist dann strukturell komisch oder tragisch. Es kann nicht beides zugleich sein. Also Tragikomik als etwas, wo Tragik und Komik sich so überlappen, dass sie nicht mehr unterschieden werden können, die gibt es dann nach diesem Strukturmodell nicht. Und ich werde am Schluss noch darauf zu sprechen kommen, dass das eigenartige Folgen hat für unser Verständnis von menschlichem Handeln. Wenn man also ein Strukturmodell, wenn man erstmal glaubt, eins gefunden zu haben, wenn man das dann zu Ende denkt und weiterdenkt, was es eigentlich für unseren Alltag bedeutet, wenn es alles entweder tragisch oder komisch sein muss. Denn in diesem Strukturmodell gibt es ja dann zum Beispiel kein Handeln, das uns emotional völlig unberührt lässt. Denn Tragik und Komik verbinden wir sofort mit bestimmten Emotionen. Aber dann wäre ja sozusagen auch Essen oder Trinken entweder tragisch oder komisch. Ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen. Vielleicht, also ich komme da nochmal zu sprechen drauf, vielleicht noch nur so viel, dass das für das Katholu von Aristoteles deshalb auch keine Rolle spielt, ob ein Mensch übertreibt oder nicht. Denn natürlich sind Menschen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie wahnsinnig übertreiben können und in jede Richtung. Und das macht sie nicht weniger menschlich. Und der Unterschied ist nur, dass man dann eben immer unterscheiden muss, handeln sie als tragische Charaktere übertrieben oder handeln sie als komische Charaktere übertrieben. Jetzt kann man natürlich auch fragen, ja, wie sehen wir überhaupt, ob jemand seine Souveränität gegenüber Handlungen und Umständen behauptet? Woran erkennt man das? Ich denke, da haben wir alle Menschen ein feines Sinnesorgan. Und zwar ist es sozusagen, das erlernen wir im Laufe unseres Lebens. Wir haben ein feines Gespür dafür, ob ein Mensch seine Souveränität behauptet, ob er souverän ist oder ob er ganz unsouverän ist. Und ich glaube, wir tun uns da nicht groß Rechenschaft drüber ablegen. Das ist intuitiv, erledigen wir sozusagen das Problem. Aber damit sind wir auch bei der Frage, was genau bedeutet behauptete Souveränität. Denn offensichtlich ist es ja was anderes, als man jetzt so zunächst versteht. Und da möchte ich jetzt mal zunächst auf den Begriff des Behauptens kommen. Denn eine Behauptung nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ist, es sagt jemand etwas und erklärt stillschweigend, dass er gute Gründe hat, das auch belegen zu können.
Das ist also gewissermaßen eine klassische Behauptung. Und so tun das auch Linguisten. Definieren auch Linguisten eine Behauptung. Sie sprechen dann von einem Sprechakt, aber es kann im Prinzip jeder Handlungsakt sein, mit dem jemand sein etwas versichert und um Zustimmung wirbt. Und das Werben um Zustimmung ist also das gewissermaßen, was das ist das, was den guten Grund dann ausmachen soll, den er nennen könnte. Aber im Prinzip gilt die Behauptung nur so lang, wie er die guten Gründe nicht geltend gemacht hat. Sobald er sie geltend gemacht hat oder sobald sie eintreten, ist es vorbei mit der Behauptung. Dann hat sich die Behauptung entweder als wahr herausgestellt, als ist eingetroffen oder als unwahr. Das heißt, eine Behauptung, und zwar auch im hier verstandenen Sinn, gilt nur so lange, wie Wahrheit und Unwahrheit nicht gesichert sind. Aber jetzt gibt's sozusagen einen Schritt weiter. Das heißt aber auch, es kann eine komische Behauptung nicht nur nicht wahr oder nicht unwahr sein, weil es ja sonst keine Behauptung mehr ist, sondern, und darin unterscheidet sie sich von einer tragischen Behauptung, sie ist immer zugleich möglicherweise wahr und unwahr. Zugleich, beides. Und das kann eine tragische Behauptung niemals. Eine tragische Behauptung, da sie ja aus Umständen hervorgeht, hat gewissermaßen immer die Umstände, die sie hervorbringt. Die Umstände liegen vor oder sie liegen nicht vor. Sie können aber nicht zugleich vorliegen oder nicht vorliegen. Wenn Odysseus sagt, ich bin listig, und er seine List nicht unter Beweis stellt, dann hat er halt die Unwahrheit gesagt. Und wenn er sich so verhält, wie sich Odysseus verhält, dann hat er die Wahrheit gesagt. Dann hat sich seine Behauptung bewahrheitet oder eben nicht. Der komische Odysseus, der behauptet, er sei listig, sagt nicht, es ist sicher, dass es so ist, sondern er sagt im Prinzip, es ist so und es ist nicht so. Und das ist das Merkwürdige an komischen Behauptungen, dass sie gewissermaßen eine Handlungsweise beschreiben und weniger das Ergebnis einer Handlung. Deshalb ist es auch so, dass wir komische Handlungen nicht danach beurteilen, was aus ihnen hervorgeht oder was passiert, sondern wie sie geschehen. Ich möchte mal ein einfaches Beispiel nehmen. Sie kennen vielleicht alle oder die meisten dürfen den Film kennen von Charlie Chaplin, Goldrausch. In Goldrausch gibt es die berühmte Szene, in der er vor lauter Hunger ein Schuh isst. Und obwohl wir wissen, dass ein Schuh nicht wirklich gut schmeckt oder es ahnen können, dass ein Schuh nicht wirklich gut schmeckt, erzählt Chaplin in dieser Sequenz mimisch und pantomimisch und gestisch, dass er ein wunderbares Abendessen zu sich nimmt. Das ist genau dieser Zustand. Wir als Zuschauer sagen, naja, wir wissen zwar, ein Schuh wird nicht gut schmecken, aber trotzdem akzeptieren wir, dass da jemand sitzt, der einen Schuh genießt, als sei es ein wunderbares, feines Mahl. Zumal er dann die Schnürsenkel, wie Spaghetti aufdreht und so weiter und sich den Mund immer abwischt. Das ist genau das, was ich meinte. Es ist nicht nicht wahr und es ist nicht wahr, sondern ist beides und zwar zugleich. Und diese Struktur finden Sie in allen komischen Handlungen. Deshalb sind komische Handlungen eben nicht komisch wegen des Ergebnisses, sondern wegen der Art und Weise, wie sie vonstatten gehen. Deshalb stimmt es auch nicht, oder deshalb meiner Ansicht nach auch irrtümlich zu glauben, es seien die Kontraste. Oft wird gesagt, Kontrastbilder oder Inkongruenzien machen eine Handlung komisch. Also zum berühmtes Beispiel Henri Bergson, ein französischer Philosoph, Nobelpreisträger, hat ein berühmtes Buch geschrieben, Le Rire, 1900 erschienen, über das Lachen. Und er sagt also, wir lachen darüber, über die
mechanische Kruste über dem Lebendigen. So, das ist sozusagen kurz, die kurze Formel. Und er beschreibt das am Passanten, der hinfällt. Und er erzählt, wir lachen nicht darüber, dass der hinfällt, sondern wir lachen darüber, dass sich eine mechanische Bewegung, nämlich das Gehen, plötzlich nicht mehr fortsetzen lässt und gewissermaßen vor unseren Augen sich auflöst. Ich denke nicht, dass das der Punkt ist. Das ist an für sich, wenn jemand fällt, oder das berühmte Beispiel des Ausrutschens auf der Bananenschale, die Plötzlichkeit, der plötzliche Sturz, auch das sagt auch schon Kant, die plötzliche, wie hat er es genannt, wenn eine Erwartung in nichts, sich plötzlich in nichts verwandelt vor unseren Augen, dann sei das komisch. Ich glaube nicht, dass es das ist, was sie komisch macht. Komisch ist es immer erst durch die Art und Weise, wie es sich verwandelt. Und hier ist es auch bei der Bananenschale so. Wenn jemand einfach auf einer Bananenschale ausrutscht und hinfällt, dann ist es plötzlich und wir staunen. Und wir sind, eigentlich lachen wir nicht, sondern wir sind erstaunt, überrascht, je nachdem. Komisch wird es aber in dem Moment, wo er gewissermaßen mit den Armen zu rudern oder sie mit den Armen zu rudern beginnt und alle möglichen Verrenkungen macht und gewissermaßen behauptet, sich der Schwerkraft gegenüber behauptet. Auch in diesem Moment ist es eine Behauptung, nämlich die wahr ist und unwahr. Natürlich widersetzt er sich der Schwerkraft, aber er kann sich ihr ja auch nicht wirklich widersetzen. Schließlich leben wir alle auf dem Planeten, die mit Schwerkraft auf uns wirkt. Erst durch diese Bewegung, die gewissermaßen den Ausdruck der behaupteten Souveränität gegenüber dieser übermächtigen Schwerkraft zum Ausdruck bringt, wird eine Handlung, der Sturz, komisch. So zumindest würde ich das interpretieren. Und Sie können mal den Versuch machen und Handlungen über diese Lachen oder alle möglichen, ja, komische Handlungen daraufhin untersuchen, wer darin was behauptet. Und Sie werden zu interessanten Ergebnissen kommen. Das ist nämlich gar nicht so leicht manchmal. Also auch zum Beispiel das mit der Bananenschale. Es hört sich dann leicht an, wenn man es weiß, aber es ist oft nicht leicht herauszufinden, wer womit was genau behauptet, wenn man komische Handlungen daraufhin untersucht. Man nennt diese Form, dass etwas zugleich möglich ist, wahr ist und nicht wahr ist. Also, dass es möglicherweise zugleich wahr ist und nicht wahr ist. So muss man es genauer sagen. Das nennt man Kontingenz. Also eine komische Handlung ist immer kontingent. Das heißt, sie beinhaltet ihrer Struktur nach immer die Möglichkeit, wahr zu sein und unwahr zu sein, und zwar beides zugleich. Es gibt da sozusagen keine Hierarchie. Und das ist bei tragischen Handlungen zum Beispiel nicht möglich, weil sie eben aus Umständen hervorgehen. Wenn wir hier schauen, genau, das ist auch das, weshalb die komische Handlung erzeugte eine Art kommunikativen Schwebezustand. Das heißt, wir sind ja interessiert an komischen Handlungen und empfinden da auch eine gewisse Spannung. Und diese Spannung hat eben, das ist gewissermaßen das das ist das, worüber wir mit dem Handelnden kommunizieren, dass wir für einen Moment oder für eine bestimmte Zeit an seiner behaupteten Souveränität teilhaben können. Also das ist gewissermaßen der Lustgewinn, den wir daraus ziehen, dass wir für einen Moment sagen können, egal ob wahr oder es ist wahr und es ist zugleich nicht wahr, aber es entsteht sozusagen ein Schwebezustand, der, weil wir wissen, es ist immer durch das Charisma der Indolenz geschützt, es darf kein großer Schaden entstehen, es wird auch kein großer Schaden entstehen, etwas Hoffnungsvolles hat. Das ist gewissermaßen die Attraktivität des Komischen, besteht in dieser Art. Man könnte wirklich sagen, dass komisches Handeln ein Angebot ist zur Kommunikation, und zwar sich darüber zu einigen, dass jemand seine Souveränität
in diesem Sinn behauptet. Das heißt, eine solche Behauptung, und das ist der zweite Punkt, muss ich auch immer behaupten. Das ist aber eine andere Art von Behaupten. Das ist jetzt, sie muss sich beim Betrachter durchsetzen, denn sonst wäre es ja einfach vielleicht Größenwahn oder Idiotie. Das heißt, die Behauptung muss sich wirklich als kontingente Behauptung beim Zuschauer oder Zuhörer oder Interpreten behaupten. Es muss also, sind also zwei Arten von Behauptung. Die eine, die ich kontingente, und die andere im Sinn von einem Durchsetzen. Jetzt habe ich vorhin bin ich darauf eingegangen, auf die Methode mit dem blinden Fleck, und habe gesagt, also wir müssten ja dann unser Handeln, entweder alles handeln, also auch wenn ich jetzt hier ein Glas Wasser trinke, müssten wir tragischer oder komischen Struktur drin sehen können. Und es ist auch so, ich trinke jetzt hier, weil mein Mund ganz trocken ist, und wir trinken, weil wir sonst ziemlich schnell verdursten. Wir essen, um uns Energie zuzuführen. Wir schlafen, um unseren Körper zu regenerieren. Unzählige Handlungen im Alltag, die wir erledigen, sind ihrer Struktur nach diesem Modell tragisch. Das heißt, wir weinen nicht, wir empfinden auch keinen Schmerz, aber sie sind strukturell tragisch, weil wir immer äußeren Notwendigkeiten nachgehen. Wir arbeiten, um Geld zu verdienen. Natürlich können wir auch arbeiten aus anderen Gründen, aber zunächst mal als Grundprinzip sind es alle unsere die Handlungen, die wir alltäglich begehen, es sind äußeren Umständen und Vorausbedingungen geschuldet. Deshalb sind die alle strukturell tragisch. Das heißt, wir leben gewissermaßen sozusagen als tragische Existenzen, die ab und zu in irgendwelchen Momenten, und zwar wann und immer sie wollen und Lust dazu haben, Dinge behaupten können und sich gegenüber diesen allen Umständen, denn jede Handlung, alles kann komisch sein, jeder Charakterzug kann komisch, untragisch sein, aber wir können auf komische Art und Weise gegenüber diesen Dingen behaupten. Und das ist eigentlich, ich weiß nicht, deshalb ist es vielleicht auch so, ich habe noch nie von einer komischen Handlung gehört, die endlos andauert oder ein Jahr dauert oder zwei Jahre dauert. Also das gibt's nicht. Eine tragische Situation kann über Jahrzehnte, kann für einen Menschen tragisch sein. Stellen Sie sich vor, wenn jemand im Gefängnis sitzt, lebenslang, also solche Dinge, also dann wird er auch noch komische Handlungen begehen können, aber im Prinzip, also Komik ist immer gewissermaßen zeitlich terminiert. Wenn wir das so sehen, und das sehe ich so, denn das ist das Ergebnis dieser Methode, dann müssen wir sagen, stimmt dieses Verständnis von Tragik nicht mit dem aristotelischen Tragödien-Narrativ überein, wonach tragische Tragik Leid verursacht. Denn wenn wir auch Handlungen als tragisch, strukturell tragisch ansehen, wie wenn wir Wasser kriegen, wir waren am Verdursten in der Wüste und jetzt kriegen wir plötzlich Wasser und wir sagen, das sei doch dann nicht, da haben wir doch kein Leid, sondern da haben wir doch im Gegenteil, da haben wir uns unserem Körper zur Freude verholfen, dann stimmt es damit nicht überein. Das heißt, dann müssen wir tatsächlich Leid als Erleiden im Gegensatz zu Wirken auffassen. Also, und es nicht nur als schmerzliche Erfahrung oder körperliche oder seelische Erfahrung, sondern gewissermaßen als metaphysisches Grunderlebnis verstehen. Das ist die Tragik. Die Komik nicht. Jetzt eine Sache noch. Ich habe vorher noch mal zurück zu Lessing. Das bedeutet für die Figuren, und Lessing hat das in Minna von Barnhelm, man kann sie lesen, wenn man sozusagen vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe, und kann dann den einzelnen Handlungsstrukturen nachgehen. Es gibt keine Menschen, die nur geizig sind oder nur komisch oder nur widerspenstig.
Das gibt's nicht. Also gibt's auch solche Figuren nicht auf der Bühne. Die sind dann nicht mehr allgemein menschlich. Das sind dann Karikaturen. Also eine Karikatur kann nur eine große Nase haben und irgendwie abstehende Ohren oder was weiß ich. Und damit erkennen wir vielleicht eine bestimmte, oder unser ehemaliger Bundeskanzler Kohl als Birne mit Augen und Nase. Das sind dann gewissermaßen, ist eine Vereinfachung und das ist eine Karikatur. Aber ansonsten sind komische Figuren, um allgemein menschlich zu sein, müssen sie auch Charakterzüge haben, die aus Umständen hervorgehen, wie ja auch überhaupt viele Dinge aus Umständen hervorgehen. Also wenn wir wenn wir solche Charakterzüge weglassen, die aus Umständen, das muss nicht der Haupt, also der, zum Beispiel beim Geizigen von Molière. Also sein Geiz ist eindeutig eine Behauptung gegenüber allem um ihn herum. Also er führt sich ja derartig geizig auf, dass keiner mehr richtig versteht, was er eigentlich vorhat und was er will. Aber trotzdem ist zum Beispiel sein Bedürfnis, eine Frau zu finden. Und diese Dinge, die erwachsen ja aus Umständen heraus. Da gibt es nun mal das junge Mädchen. Und dann glaubt er, er liebt sie und solche Dinge. Das sind alles Eigenschaften, die durch die Umstände erklärt werden. Oder er verhält seinen Sohn für ein Halotri und übersieht ganz, was das eigentlich für ein Mensch ist. Und das sind alles Dinge, die sozusagen Charakterzüge sind, die sich begründen lassen aus den Umständen. Eine tragische Figur ist dann eindimensional oder besitzt wenig Tiefe, wenn sie einfach nur ein Merkmal hat, das tragisch ist und nicht noch andere Merkmale hat. Wenn sie nicht noch, Lessing nennt das, glaube ich, Schatten, Lichter und Schatten hat, dann verliert die tragische Figur an Tiefe, aber und an allgemeiner Menschlichkeit. Es gehört also immer beides dazu. Es gehört sowohl gerade bei der komischen Figur, bei der tragischen nicht unbedingt, bei der komischen gehören neben den Eigenschaften, die sie komisch macht und die sie behauptet, immer auch solche dazu, die aus Umständen hervorgehen. Und das ist bei der tragischen Figur im Prinzip die Regel, dass alle Charakterzüge aus Umständen hervorgehen, aber vor allem der hauptsächliche Charakterzug, der ihn auszeichnet. Die Eifersucht des Othello ist ohne die Intrigen des Iago nicht vorstellbar. Und ein komischer Othello, der müsste so eine hässliche Desdemona haben, dass sich der Zuschauer fragt, wie kann denn der eifersüchtig sein? Oder der Iago müsste so dilettantische Intrigen fädeln, dass jedem klar wird, dass das Intrigen sind, nur der Othello merkt's nicht. Das wäre dann ein komischer Othello. Ich wäre fertig erstmal.